Schreiberland. Ich bin Patrick, Food Coach und Küchenleiter bei Lakers. Ihr dürft mich heute einen Tag lang begleiten auf der Arbeit. Mein Morgen startet eigentlich mit einer Morgenroutine, Yoga und Meditation. Danach gehe ich mit meinem Hund raus. Jetzt ist es ca. 8 Uhr. Das heißt Frühstück und danach direkt ab ins Stadion. So, und jetzt bin ich am Stadion angekommen. Wie ihr seht, ist es hier auf dieser Seite. Jetzt gehen wir zusammen in die Küche, um die letzten Vorbereitungen für das Spiel zu machen, was heute Abend stattfindet. Heute Abend spielt Lugano gegen uns. Ja, hoffen wir, es wird ein spannender Tag. In der Küche angekommen geht es meistens zur Spülmaschine. Die befindet sich hier. Einschalten, dass wir dann nachher alles zusammen haben. Danach gehe ich in die Kühlräume. Ware, die heute Morgen angekommen ist, muss verräumt werden und sortiert werden, um dann die Produktion, die letzten Vorbereitungen für heute Abend zu starten. Pulled Pork ist aus dem Ofen, hier habe ich es hingegeben, jetzt geht's ran ans Zupfen und an die andere Mise en Place dabei. Pulled Pork, Coleslaw, die Falafel sind vorbereitet für heute Abend. Hier drin seht ihr, ist das Pulled Pork, das werde ich nochmal warm machen. Hier ist das Pulled Beef vorbereitet, gerade bin ich dabei, die Chorizos noch fertig zu machen. Oh, und hier ist Maisel schon am Portionieren und am Panieren unser Chicken für heute Abend, dass das ready ist. So bekommt ihr immer richtig schönes Buttermilk Southern Fried Chicken. Perfekt. So, ich bin jetzt in der Altstadt hier von Rapperswil, wunderschönes Ding. Und zur Mittagspause gehe ich meistens in dieses Café, das ist Gioia della Vita. Sind wir am späten Nachmittag und ich fange schon an, die ganzen Stände zu befüllen. Brot wurde schon von der Bäckerei weggeliefert und es wird dann verteilt schon vorher. Ich bin jetzt hier mit dem frischen Red Sauce Salat, mit dem Pulled Pork unten für die ganze Sache, um den Container und die ganzen anderen Sachen zu befüllen. Und so gehe ich jetzt langsam mit meiner Runden. So, es ist jetzt 18 Uhr. Die Mitarbeiter sind eingetroffen und sind den Ständen am Vorbereiten für euch und machen alles parat. Und da sehen wir mal ein paar schon, dass sie alle gut am Arbeiten sind und alles am Vorbereiten. Und so langsam geht's los. So, wir haben noch 10 Minuten bis zum Puckjob. Das Stadion ist schon gut gefüllt, wie ihr seht im Hintergrund. Die Leute sind begeistert und sammeln sich an den Ständen. Wir kümmern uns, dass es einen reibungslosen Ablauf gibt hier im Stadion und füllen die Stände immer wieder auf und sorgen für Nachschub. So, wir haben noch 2 Minuten Spielzeit, dann geht die Pause los, die Stände sind vorbereitet, alle sind parat. Schauen wir mal hier noch im Burgerstand vorbei. Die bereiten schon die Getränke und die Burger alle vor. Alle gute Laune. Sehr gut. Da wird fleißig vorbereitet und dann geht's gleich ab in die erste Pause. So, bei uns steht jetzt noch die Spielerverpflegung mit auf dem Plan. Kurz vor dem letzten Drittel, dass das warm gemacht wird oder eigentlich fertig gemacht wird. Der Marcel macht es eigentlich, der läuft jetzt hier schon nicht weg. So sieht das langsam aus. Es wird dann hier im Hall mal drin gehen. Nehmen wir die Sachen. Das kommt dann ganz in unsere schöne Kochkiste hier, wie ihr seht. Und danach wird das oben ins 100er gefahren, wo die Spieler verpflichtet werden nach dem Spiel. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen mit mir hier zusammen. Und ihr konntet einen kleinen Einblick haben, wie ich den Tag so verbringe bei den Lakers. Und ich hoffe, wir sehen uns bald hier am Spiel. Schönen Abend noch. Ciao.